Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 22. Wir haben die nächsten Kracher auf dem Plan. Ja, gut, den Kracher, wenn. Ne, wobei, nee, es sind mehrere Kracher. Es sind drei Kracher. Sind zwei Kracher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir Olympiakos im Achtel, nee, Sechzehntelfinale der Europa League und dann ein Spiel, was ich eigentlich gar nicht spielen möchte, ganz ehrlich. Real Madrid in La Liga und es geht, ihr seht es hier links in der Tabelle, um alles. Momentan punktgleich mit Real und leider aber hinter Real, weil direkter Vergleich verloren wurde im ersten Spiel der Saison gegen Real Madrid. Ja, ich weiß, ich sage es immer wieder, wenn ich Real Madrid und das Hinspiel anspreche, aber ja, in Unterzahl hat Real Madrid gegen uns gewonnen. Jetzt müssen wir aber erstmal Olympiakos besiegen. Olympiakos ist natürlich schwer einzuschätzen, weil wir die Liga nicht simuliert haben. Ja, aber die haben sich ja trotzdem durchgesetzt gegen, ja, eine Gruppe aus Lille, Başakşehir und Anderlecht. Das ist ja auch nicht so schlecht. Nö, ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Also, kann man auf jeden Fall mal machen. Lustigerweise alle Testspiele verloren. Ich würde sagen, wir legen einfach los, oder? Olympiakos sollten wir schon besiegen. Komm, sollten wir wirklich schon besiegen. Wir haben Ollie Watkins vorne scheinbar und Yakuru auf links. So habe ich aufgestellt. Fitness wird eine große, große Herausforderung werden. Also wir sollten möglichst alles jetzt fest oder klar machen im Hinspiel gegen Olympiakos, damit wir dann im Rückspiel komplett rotieren können. Und gegen Real Madrid, ja, mal gucken, ne, wie es da mit der Fitness aussieht. Letztes Spiel war nicht gut gegen Atletico. Es gibt daher vier Änderungen. Boto, Juan Fernandes, Enriquez und Aselti kommen rein. Und ich würde sagen, wir legen los und hoffen auf das Beste. Mir geht's die Folge nicht so gut irgendwie, wegen Real Madrid. Wenn wir das Spiel gegen Real gewinnen, dann geht's mir sehr gut. Aber erst mal jetzt Olympiakos. Ich möchte auch noch weiterkommen in der Europa League, ne? Ich möchte hier auf jeden Fall dieses Jahr einen relevanten Titel gewinnen. Ob das klappen wird, das wird sich gerade dieser Folge, glaube ich, zeigen. Mattsson ist links vorne drin, der Bjorg ist immer noch so leicht angeschlagen, ist aber auf der Bank. Und ich würde sagen, kein Bock auf die Vorschau hier. Zeigt mir, was abgeht. Kabic hat gleich mal eine Knieprellung bekommen. Nice, Jungs. Dafür kriegen wir einen Eckball. Das ist Sache von Mattsson, ui, sehr schön Aselti. Ich wollte gerade sagen, weil Utkin nicht spielt wegen Aselti. Und da ist er gleich mal. Aselti. Frühe Führung für uns. Nach Eckball von Mattsson steht Aselti in der Mitte und nickt ihn ein. Schön noch blockiert davon. Vujicic. Der Verteidiger. Und vielleicht auch so ein bisschen der Keeper, aber das verschweigen wir mal. Sehr gut. Vujicic. Oh, schnappt sich den Ball. Ja, schwierig. Von Dabel macht. Den macht er dann. Yo. Den macht er dann. Klar. Weißt du? So viele einfache Bälle nicht machen, aber den jetzt hier. Den kriegt er hin, ne? Schön schnell abgeluchst den Ball an Ramani. Ramani vorbeigekommen. Und dann führen wir 2 zu 0 nach 7 Minuten und 45 Sekunden. Das ist eigentlich genau der Start, den ich mir gerne erhofft habe. Hauptsache, jetzt kriegen wir kein Gegentor. Hui! Hat er den mit der Schulter geklärt? Das sah ja sehr, sehr ulkig aus. Ich hoffe so inständig, dass die Fitness gegen Real gut sein wird. Ne? Das Problem ist, die haben halt kein Spiel jetzt. Ne? Die spielen erst später gegen. Oh, die Watkins deutlich drüber. Gegen irgendjemanden in der Champions League. Die können sich das jetzt hier ganz entspannt alle anschauen. Und wir haben dann die Fitnessprobleme. Genauso wie Boto gerade Probleme hat, hier den Ball vorbeizubekommen. Hat es am Ende leider nicht geschafft. Enriquez und Mattsson. Schöner Ball von Nuri auf Mattsson zurück in die Mitte und dann ist Kabic da. Ich hatte mir eher den Ball auf Vujicic erhofft, weil das war jetzt nix. Schön aufgepasst, aber der kommt leider nicht an. Ich hatte kurz gehofft, dass der auf Vujicic durchgeht, aber dafür war der dann doch ein bisschen zu sehr rausgeklatscht und nicht präzise gespielt. Unser Trikot sieht echt komisch aus, ne? Ohne die. Sehr schön. Enriquez. Und Vujicic, schade. Ohne die roten Hosen. Stutzen.
Was ist normalerweise rot? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben, glaube ich, schon rote Stutzen. Ich glaube, wir haben immer blaue Hosen, ne? Haben wir immer blaue Hosen? Ich habe das Trikot selber gemacht. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, wir haben immer blaue Hosen. Haben wir immer blaue Hosen? Gabriel ist ein schöner Kopfball. 3-0. Nice. Was werde ich denn jetzt gleich rotieren? Also, wir werden auf jeden Fall jetzt in der Halbzeitpause rotieren. Ich würde sagen, Vujošević und Gabrielsen, oder? Vielleicht Muri, aber gut, hier, das ist so. Boah, was für ein Save! Und nochmal was für ein Block von Igor. Schwierig. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt hier aber auch nicht reingehen können und sagen können, oh, hier B11, mach das mal, das wäre zu riskant gewesen. Boah. Ne, Kabic muss auf jeden Fall raus. Da kommt Vicente rein. Und dann, boah. Ja, Gabrielsen würde ich gerne in Poising geben. Aber ist halt auch ein Innenverteidiger. Nur so viel muss er gar nicht rennen eigentlich. Mattsson wäre vielleicht auch gar keine schlechte Idee, weil Björk wird noch nicht fit genug sein für das Spiel gegen Real gleich. Dann aber auch Vujošević. Oh, schade, Gabrielsen. Können wir das Spiel jetzt schon abpfeifen oder so? Dann habe ich gar keine Fitnessprobleme. Ich werde schon Mattsson rausnehmen, ne? Weil Bjuk wird 100 pro noch nicht fit werden. Dann werde ich dafür vor Gutierrez reinbringen oder Arribas. Oh, Mattsson, saustark. Sau starkes Spiel von ihm. 4-0. Sehr nice. So, Gutierrez, eigentlich Linksverteidiger, aber ich glaube, das ist jetzt kein Problem bei ihm. Ich nehme mal das Tempo auch runter. Vielleicht geht das auch so ein bisschen, dass da die Jungs ein kleines bisschen, ganz kleines bisschen mehr chillen. Und Johnny geht ebenfalls raus. Und dann Jungs, auslaufen schon, ne? Auslaufen für Real, bitte. 4-0, also wir können dann auch im Rückspiel komplett rotieren. Die Aufgabe haben wir mit Bravour gelöst, das Problem. Die größte Aufgabe in dieser Folge steht jetzt noch aus. Sau starkes Spiel, Boys. 4-0 gewonnen. Absolut keine Blöße gegeben. Jetzt werde ich definitiv aber den Jungs einen Tag freigeben. Ah, ich wollte eigentlich nicht, dass er schon einen Tag nach vorne geht. Aber auch nur denen, die gerade gespielt haben. Ah, Casas ist gesperrt. Gut, dass ich das auch mal sehe. So, ein Tag gibt's Päuschen vom Teamtraining. Ja, Fitnessbedenken bei Gabrielsen. Vielleicht hätten wir ihn doch rausnehmen sollen. Also Casas ist gesperrt. Okay. U19 spielt danach. Also bei Pablo muss ich nichts machen. Und jetzt kommen wir dann wieder in die Bredouille. Nehme ich die gleiche Startelf oder nicht? Sonjoda ist erstmal krank, hat eine Erkältung. Mach's dem Verein bitte. Ah, wir hatten das letztens erst wieder, ne? Dass das keine gute Idee ist eigentlich, wenn ich das mache. Aber es hat jetzt auch keiner irgendwie richtig schlecht gespielt, dass man sagen könnte, okay, du musst auf jeden Fall raus. Was machen wir da jetzt? Barca, okay, Barca 7:1 gewonnen gegen Cadiz, die immer noch auf 8 sind. Oh Mann, ey, wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Sonjoda ist wieder im leichten Training. Wie sieht's denn bei Bjuk eigentlich aus? 1 bis 5 Tage, das ist zu. Nee, das wird nichts. Also Utkine würde ich auf jeden Fall reinnehmen. Auch wenn das Celtic ein Tor gemacht hat. Und Außenverteidiger müssen wir mal schauen, ob die jetzt innerhalb von ein paar Stunden noch so fit wären, dass sie spielen können. Ansonsten werden wir da wohl noch was tauschen müssen. Boah, ich bin ein bisschen nervös, ne? Das wird wirklich jetzt das alles entscheidende Spiel sein. 19 Uhr. Eben war es 22 Uhr am Tag vorher. Bio kann leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den gerade sonst mitgenommen habe. Puh. 4-3-3 wieder bei Real. Und die Fitness sieht eigentlich solide aus. Bio nehme ich logischerweise raus. Das macht ja keinen Sinn, wenn er nicht spielen darf. Aydınnuri. Würde ich mal rausnehmen.
Dann ist eigentlich jeder fit genug. Dann haben wir auch Sachen getauscht. Dann sollte es doch eigentlich passen. Also Gutierrez und Utkin rein. Und dann auf zum wahrscheinlich wichtigsten Spiel der Liga. Jungs, ich habe größtes Vertrauen in euch. Ihr schafft das. Das letzte Spiel vor knapp einem Ingame-Monat war ein 2 zu 2, war es, glaube ich. War es ein 3 zu? Ich glaube, es war sogar ein 3 zu 3. In der Supercoppa. Nach Verlängerung. Ich glaube, da haben wir sogar geführt und haben dann spät den Ausgleich kassiert. Jungs, Jungs, Jungs. Kommt schon, Boys. Ihr schafft das. 64 Punkte haben beide Mannschaften. Bitte, bitte, Boys. Ich habe Vertrauen in euch. Ihr schafft das. Keine Fitnessprobleme, wie erwartet bei Real Madrid. Warum halt auch, ne? Matze. Aber Kimmich grätscht den Ball nur zu Gutierrez. Gutierrez in die Mitte. Kabic kriegt ihn erstmal nicht. Ah, Konterchance für Camavinga, weil da Hugo Botto sich nicht traut hinzugehen. Gut aufgepasst von Juan Fernandes. Enriquez. Ah, das war leider nichts zu optimistisch. Den muss Botto haben, aber pennt ein bisschen rum gegen Vinicius Junior, der immer stark ist gegen uns. Und schön abgeblockt. Matson, Utkin. Nein, 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 Jungs. So nicht. Das ist viel zu überhastet. Ihr müsst klug spielen. Klug. Dodo. Der hat viel Platz. Der hat leider zu viel Platz. Und die Szene. Das war sehr glücklich. Ich wollte gerade sagen, die Szene verheißt eigentlich nichts Gutes, solange wie die läuft. Ja, Eckball, da war Real Madrid nicht so schlecht, die letzten paar Spiele gegen uns. Lang, zu lang. Erstmal Ball kommt auf Vinicius Junior und Antonio Jesus Perez. Boah. Keine gute Partie bisher von uns. Nach 11 Minuten. Jungs, passt mal bitte ein bisschen mehr auf den Vinicius auf. Der ist so krass immer gegen uns. Ich hasse den, ne? Der ist so heftig. Warum muss der so cool sein? Der Typ spielt halt, als ob er schon. Ja gut, wahrscheinlich ist er mittlerweile 26. Ich glaube, der ist in seiner Prime, ne? Nein, seiner absoluten Prime sogar. 29 sogar. Ja, der Typ ist so krass, ne? Also einer der ekelhaftesten Spieler, die. Ja, da holte sich gleich mal den Ball von Hugo Botto, die ich als Gegner hatte dieses Jahr. No, Kabic auch nicht gut. Wir spielen wirklich nicht gut. Der Einzige, der momentan gut ist, ist Antonio Jesus Perez, weil er bisher immer noch die Null festhält. Ja, vielleicht erstmal auf das 4-1-4-1 gehen. Ist vielleicht sicherer. Wir spielen momentan wirklich so einen Dreck zusammen. Wir kriegen die Pässe halt auch nicht an. Das ist halt maximales Schwimmen ohne Schwimmflügel. Wir haben auch nur 87% Passgenauigkeit. Oh, Antonio Jesus Perez. Danke, 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 was du bisher machst. Ganz, ganz wichtig. So, wir haben jetzt auf 4-1-4-1 umgestellt. Um da vielleicht jetzt ein bisschen mehr Ballsicherheit zu generieren, ein bisschen mehr ins Spiel reinzukommen. Unentschieden würde uns ehrlich gesagt nicht reichen, weil wir müssen davon ausgehen, dass Real Madrid genauso viele Punkte aus den verbleibenden Spielen holt wie wir. Gabriel sind mit einer schlechten Note bisher. Jemand bringt dir den Ball an. Botho. Nee, oh, Vinicius Junior ist so krass. Was ist denn mit dem? Der ackert ja ohne Ende. Der hat sich den Ball halt hinten links geholt. Und ist jetzt schon wieder vorne. Und wird wahrscheinlich gleich den Ball bekommen. Da ist Dodo. Wo ist das Pressing auf Dodo, was wir gerade eingeklinkt haben? Nochmal zurück auf Dodo. Und dann ist es Vinicius Junior, der den Ball immer noch nicht reinmacht. Heilige Scheiße, Alter. Jungs! Wollt ihr wirklich nicht Meister werden? Es sieht nämlich so aus. Oh, Jungs, was soll denn der fucking Mist? Ihr spielt wirklich einen Rotz von den Alpen runter. Es ist unfassbar. Was machen wir, ey? Boah. Ich bin wirklich gerade ein bisschen überfragt. Wir haben Real, die unfassbar stark spielen. Wir müssen eigentlich Vinicius Junior kaputt treten, aber das scheinen wir nicht hinzubekommen. Ich werde jetzt was Dummes machen, vielleicht. Aber in meinem Kopf klingt es so, als ob es das Klügste wäre. Wir werden ein bisschen umstellen. So, es kommt Vicente rein für Matson. Kabic geht auf so eine hängende Position hinter Vujicevic.
der auf einen kompletten Stürmer geht. Vicente geht hierhin, um mehr auszuhelfen, Hugo Bote mehr auszuhelfen, der auf einen Flügelverteidiger, der nicht auf einen Flügelverteidiger ist, der auf einen Außenverteidiger unterstützen geht. Gutierrez geht dafür auf den Flügelverteidiger angreifen. Enriquez, werden wir schauen, ob er rausgehen kann auf die Posi. Ja, spielbereit machen macht er schon. Vujicic lieber hier hin. Hinterlauf nehmen wir raus, weil das würde dann die Position von Boto noch weiter kaputt machen. Hinterlaufen links ist zu riskant. Anspiel rechts innen suchen und links innen. Pass in die Tiefe wäre gut. Ich möchte eigentlich Enriquez ein bisschen weiter links sehen. Ich hoffe, ich mache das mal so. Nee, es ist so weit weg. Das klappt nicht mehr für ihn. Ich glaube, das könnte funktionieren. Es könnte wirklich sehr, sehr dumm sein, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Okay, Boys, kommt. Noch ist nichts kaputt. Noch hat Antonio Jesus Perez euch geholfen, wie wir gleich schon die nächste Chance gegen uns sehen. Ja, den Ball auf links außen sollte man natürlich dann nicht klären, wenn da keiner steht, du Vollidiot. Geile Szene übrigens. So, gut, hier das mal. Kabic. Ja, immerhin mal ein bisschen Offensivgefahr, was von uns ausgeht. Das ist ja bisher lächerlich. Ja, was machen wir? Iglesias kommt rein für Johnny. Na gut, hier, das hat in genau dem Moment natürlich ordentlich was abbekommen. Was hat er denn? Muskelfaserriss an der Leiste. Er muss jetzt durch. Nee, musste nicht durch. Wir haben halt Nuri auf der Bank. Machen wir ein bisschen höheres Tempo. Scheiß auf die Fitness. Ihr könnt dann nachher eh erstmal chillen. Wir müssen eigentlich gewinnen und es sieht nicht gut aus. Das war ein schönes Tackling von Iglesias Porto. Was? Okay, ich dachte schon gut oder so. Vicente, schöner Ball, Enriquez, schade. Nochmal für die letzten paar Minuten Gegenpressing, damit die vielleicht ein bisschen auseinander gehen und ein bisschen höher stehen. Viele lange Bälle habe ich von Real Madrid jetzt bisher nicht gesehen. 3 Minuten Nachspielzeit. Und es ist leider nur ein Unentschieden. Das heißt, wir müssen in den verbleibenden La Liga-Spielen unbedingt mehr Punkte holen als Real Madrid. Und das ist ein Ergebnis, mit dem wir ehrlich gesagt sogar sehr gut leben können, so schlecht wie das war in der ersten Halbzeit. Dass Vinicius Junior nicht 3 Tore gemacht hat, ist sehr, sehr glücklich für uns. Ganz einfach. Das war sehr, sehr schlecht schon wieder. Gutierrez, 4 bis 9 Tage. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Wir sind jetzt 20 Spiele ohne Niederlage. Aber trotzdem halt leider nicht auf Tabellenplatz 1. Gabrielsen trainiert schlecht. Warum? Muss jetzt echt nicht sein. Eben hat Casas schon schlecht trainiert vor dieser Folge. Ah, fuck, ey. Das hätten wir gewinnen müssen. Ich meine, wir standen hinten stabiler jetzt, seitdem ich umgestellt habe. Von dem, was wir halt erahnen können durch die Szenen, die eben halt nicht für Real Madrid da waren. Aber ja, das war leider absolut gar nichts. Also, wir müssen wirklich hoffen, dass nach diesem Rückspiel hier im Halbfinale der Copa del Rey, dass da Real dann draußen ist und dass die sich denken, fuck, was sind wir für Vollidioten und dann auf einmal alles verlieren oder so. Das ist meine größte Hoffnung momentan auf den Ligatitel, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Real Madrid auch nur einen einzigen Punkt irgendwo droppen wird. Wirklich. Absolut egal gegen wen. Gabrielsen ist nicht mehr wegen den mangelnden Einsatzzeiten beunruhigt. Das ist immerhin etwas. Utkin müsste dann eigentlich auch gleich folgen.
Oder habe ich ihn übersehen? Ist auf jeden Fall grün, von daher wird schon passen. Ach, Mann, ey. So, wir hatten bisher wenig Spielpraxis. Vargas? Wollen wir mal Vargas reinnehmen? Nee, er Arribas, der braucht auch. Bjuk noch nicht. Iglesias, ja, wobei. Wir werden nochmal so einen Mischmasch machen gegen Teneriffa, um dann gegen Real Madrid komplett fit zu sein. Soniora, Lopez, wobei Aselti möchte ja unbedingt spielen. Núñez auch rein. Núñez wahrscheinlich rein, weil Bjuk immer noch nicht fit sein wird. Den Rest machen wir dann gleich. Pablo würde ich dann gerne mal sehen. Und den Rest machen wir gleich. Ach, Real Madrid spielt jetzt? Ja, toll. 1-1 gegen Inter. Wäre schön, wenn die dann wenigstens auch am Sonntag spielen, damit sie vielleicht ein bisschen aus. Ach, sind sie doch eh nicht. Was mache ich mit der Hoffnung mit der Fitness? Das ist doch Unsinn. Bjuk ist wieder im Teamtraining drin. Hey, könnt für 45 Minuten, vielleicht bringen wir ihn ja rein oder so. Und Rückspiel jetzt eben 4-0 gewonnen. Sollte ja eigentlich einfach sein. So, was wollte ich denn jetzt noch? Oder was machen wir denn jetzt noch? Ja, komm, Rousseau könnte man ruhig reinpacken. Lopez mit auf die Bank. Vargas mit auf die Bank. Vicente kommt mit. Juan Fernandes. Ja, kommt rein. Matson auf die Bank. Franco könnte man ja ruhig mal wieder auf die Bank packen. Das sollte ja eigentlich easy sein. Aït-Nouri dann links hinten, weil ja gut hier das diesen leichten Muskelfaserriss an der Leiste hat. Dann nehmen wir noch Casas mit. Wobei Casas sollten wir eher spielen lassen, weil der ja gerade nicht gespielt hat. Und noch ein Außenverteidiger. Das wird dann Hugo Botho werden. Und dann nehme ich noch Zwiebel mit anstelle von. Wer auch immer da gerade. Ich glaube, Juck war's. Nee, Matson. Okay, wird schon passen. 4-0 gewonnen eben. Also so beschissen kann es ja gar nicht sein, dass du das aus der Hand gibst. Hoffe ich. Aber mein Gedanke ist halt wirklich, was machen wir jetzt halt mit Real Madrid? Wir müssen ja wirklich hoffen, ne, dass die irgendwo Punkte droppen. Aber gegen wen? Und dann haben wir gleich das Rückspiel gegen die. Das werde ich in dieser Folge auch noch machen. Das ist mir. Oder mache ich das noch in dieser Folge? Ja, das möchte ich noch in dieser Folge machen. Ach, Mann, ey, was machen wir denn mal? Ich kann nicht 4-1-4-1 spielen. Vinicius Junior kommt die ganze Zeit da und penetriert meine Viererkette. Allerdings im 4-3-3 hat Boto oder halt Núñez zu wenig Unterstützung von Kabic oder von Vicente. Unnötig, Jungs. Herr Koundé macht das 1-0 für Olympiakos. Ihr habt ja gesehen, es sind 10 Änderungen, also ist wenig verwunderlich, dass die Jungs nicht so ganz zusammenspielen. Außerdem haben wir mit Rousseau und Núñez zwei 17-Jährige auf den Außenbahnen. Ich könnte vielleicht nochmal ein bisschen umstellen, ähnlich wie wir das gerade gemacht haben, nur dann halt mit eher äußeren Spielern. Vielleicht auch ein 4-4-1-1 könnte ganz gut sein gegen Real Madrid. Aber jetzt halt eine neue Formation, eine neue Taktik machen für dieses eine Spiel, das scheint schon ein bisschen dumm zu sein, zumal wir ja auch 2-1 gewonnen haben im Hinspiel. Allerdings halt auch dieses dumme Gegentor kassiert haben, weshalb wir jetzt so sehr zittern müssen noch. Es ist ja super realistisch, dass Real Madrid einfach 1-0 gegen uns gewinnt und dann ist es schon wieder ein Elfmeterschießen und dann ist wieder Lotterie. Arribas scheitert an einem wirklich saustarken Save vom gegnerischen Torhüter. An Perdikis, wenn ich es richtig gesehen habe. Jungs, wie wär's, wenn ihr jetzt so langsam mal anfangen würdet, Fußball zu spielen? Mal gucken. Wir machen das Spiel auf jeden Fall gleich noch. Wobei, machen wir das wirklich? Ich glaube, danach ist erst Teneriffa, ne? Kommt ein bisschen drauf an, wie der Zeitplan mit der Europa League aussieht. Also eins werden wir nach dem Olympiakos-Spiel bestimmt noch machen. Mal gucken, ob wir dann noch einmal drin machen. Die Idee mit dem 4-4-1-1 gefällt mir irgendwie sehr gut, ne? Aber es ist. Ach, Arribas scheitert schon wieder dieses Mal am Pfosten. Es ist mir einfach zu riskant, eine neue Taktik auszuprobieren gegen so einen starken Gegner in so einer Situation, wo du es eigentlich gar nicht brauchst.
Mal schauen, wie mein Bauchgefühl aussieht, wenn der Spieltag da ist. Es kann ja auch sehr gut sein, dass das Spiel verschoben wird, ne? Wegen Europa League. Ich glaube, das war letztes Jahr der Fall oder so. Oder ist es immer der Fall? Ich weiß es nicht. Ihr habt doch keine Ahnung. Ich wäre sehr glücklich, wenn das Spiel hier mal vorbei wäre, weil wir stellen uns echt an. Nunes. Und Son Yoda, Dankeschön. 1-1. Wie unnötig das halt schwer war, ne, was wir hier gespielt haben. Rasselti, so wird das aber nichts mehr mit meiner Spielzeit. Ich glaube, was ich machen werde, ist 4-3-3 spielen, aber die Position auf der rechten Seite, wenn Vinicius Junior fit ist und spielt, anpassen dafür. Son Yoda mit dem Doppelpack, sehr schön. Weil es ist ja wirklich eigentlich nur Vinicius Junior, der uns so Probleme macht. Wobei der Dodo, der Rechtsverteidiger, war auch gerade echt fies. Was ja dann wieder ein Argument wäre für das 4-1-4-1. Um halt die Außen dicht zu machen. Also Option 1 ist momentan, also jetzt gerade in diesem Zeitpunkt, das kann sich noch alles ändern bis zum nächsten Mal, würde ich entweder sagen, Option 1 4-3-3 nehmen und die Positionen ändern, beziehungsweise die Rollen ändern, dass Kabic oder das Links- und Rechtsaußen mehr mit nach hinten arbeiten, sprich auf Unterstützen packen und die Außenverteidiger von Flügelverteidigern auf normale Außenverteidiger Unterstützen packen. Oder Option 2 ist, ich gehe auf das 4-1-4-1 und pack nur Kabic wahrscheinlich von Angreifen. Wow, Son Yoda, Hattrick, nicht schlecht. Ist das ein perfekter Hattrick? Ist das ein perfekter Hattrick? Also, es würde unten stehen, glaube ich, ne? So, hier kommt der Ball von Nunes. Mit links hat er den gemacht. Ah, auch mit links, schade. Trotzdem saustark, Son Yoda. Super, super stark. Achso, man sollte vielleicht immer wechseln, ne? So, Zwiebelsturm kommt rein. Vargas kommt rein. Und Franco kommt rein. So, in meinen Gedanken gerade verloren mit Real Madrid, dass ich schon wieder komplett vergessen habe zu wechseln. Ja, oder Option 2 ist 4-1-4-1 und wahrscheinlich nur Kabic von Angreifen auf Unterstützen oder halt der Rechtsaußen. Kann auch sein, dass es Vicente wird. So, machen wir noch eins. Vargas, schade. Aber trotzdem 3-1, gerade nachdem man wieder hinten lag, ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Jungs. Ich nehme alles zurück, ihr seid scheiße. Wie unnötig halt. Wie fucking unnötig. Aber trotzdem 7 zu 2 insgesamt. Sehr souverän weitergekommen. Erstmal schauen, wann ist denn die Auslosung? Erstmal bekommen wir ein bisschen Geld. Sehr schön. Scheint nicht eingetragen zu sein. Die müsste jetzt wahrscheinlich Freitag oder so sein. Schauen wir mal. Auslosung ist am 1.3. heute. Okay. Und ich habe gesehen, Lopez hat schlecht trainiert. Junge, was soll denn das, ha? Ich glaube sehr wahrscheinlich sogar, dass das Spiel gegen Real verschoben wird. So, was haben wir denn so? Oh Gott, Arsenal. Ach du Scheiße, wenn ich die schwer sehe. Wir haben noch dicke, 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 dicke Gegner mit Arsenal, Rom, Napoli. Monaco wird auch nicht leicht. Lyon ebenso, Valencia. Wir hätten noch einfachere Gegner, wie zum Beispiel Hoffenheim. Aber so oder so wird das schon echt sehr schwer. Eindhoven wäre auch noch okay. Mal gucken. Lyon gegen Hertha. Schade, Hertha hätte ich auch gerne genommen. Rom gegen Lille. Eindhoven gegen Valencia. Hoffenheim, please. Gegen Arsenal immerhin. Immerhin ist Arsenal weg. Sevilla gegen Napoli. Jetzt könnten es noch Benfica, Monaco, Sporting, West Ham oder Bilbao werden. Ich glaube, wer wären da wohl am einfachsten? Wahrscheinlich schon fast Bilbao, ne? Hatten wir den nicht irgendwie hart aus dem Stadion ge nee, sorry, aber gefickt? Ja gut, das waren 7-0, also wäre schon schön, wenn es eh nicht einfach wäre. Benfica gegen Bilbao, okay, Sporting Monaco oder West Ham? Monaco gegen Sporting und damit wird's West Ham United.
Momentan auf Platz 7 in der Premier League mit Mikel Arteta als Trainer, okay. Haben natürlich Dick Asche ausgegeben, ne? Jarrod Bowen haben sie. Als teuersten Spieler. Malang Redon. Oder Redon wahrscheinlich. Starker ZM, Neguen Perez. Meslier, Fofana, Yacine Adli, Reguilón haben sie auch noch und Reguilón, sorry. Pablo Fornals, Diogo Leitch, Odson Édouard, Nico Williams, Zyprioten, zyprischen Spieler mit Marcus Edwards, aber den gibt's auch nicht. Ich wusste nicht, dass der halb Zypern-Typ ist. Mazraoui, wow, okay. Kibarios haben sie noch. Areola als Ersatz-Torhüter. Fofana hat die mal. Achso, ist gar nicht der Fofana. Ich habe an den Fofana, den ZM gedacht von Lens. Ich weiß aber nicht, wie der mit Vornamen heißt. Ich weiß so, dass er auch Ivora ist, aber ich glaube, Fofana ist auch ein relativ verbreiteter Name. Donny van de Beek haben sie gerade verliehen. Also Fofana hat die meisten Tore, dann Solis. Dann Bowen, die meisten Vorlagen hat Redon. Wird nicht einfach werden. Da hätte ich dann doch schon lieber gerne jemand anderen gehabt. So, und Real Madrid ist nicht weg. Okay. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das Spiel da reingeklatscht wird. Ja, dann, weiß ich nicht. Also das Teneriffa-Spiel mache ich noch. Danach wird mir das zu spät hier, ehrlich gesagt, in der Folge. Machen wir dann in der nächsten. Das Spiel jetzt gerade war schon schlimm genug. Es sei denn, Teneriffa hat exakt zwei Szenen oder so. Dann nicht. So, Real spielt gegen Villarreal. Please, Villarreal, please. Please. Ihr seid so schön. Bitte, bitte. Das gelbe U-Boot, please. Ihr werdet so toll. Ihr seid scheiße. Herr Vinicius Junior, please. Chill. Please. Kann ich dir nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas bieten, dass du sagst, du hörst erstmal auf oh, okay, Übernahmegerüchte, mit gut spielen, please. Irgendwas? Ich meine, Geld wirst du genug kriegen von Real Madrid, also habe ich keine Ahnung, was du haben möchtest. Was können wir ihm denn bieten? Was Leckeres zu essen? Ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich ihm bieten könnte. So, Bjork und Gutierrez könnten. Ich würd einen Mix wirklich aufstellen. Also einen Mix aus dem, was gegen Real spielen würde und einen Mix, was auf jeden Fall nicht spielt. So, erstmal wieder alles löschen. Antonio ist klar im Tor. Rechts würde ich Núñez reinpacken und links würde ich Aït Nouri reinpacken. Dass dann Gutierrez und Boto spielen. Hinten. Pablo könnte man nochmal einsetzen. Und dann Gabrielsen. Acelti. Dann Enriquez. Auf der 6 würde ich Iglesias nehmen. Das war gerade kein gutes Spiel von Johnny. Und dann Vicente. Und Bjuk. Wie lange darf der? 75 Minuten und vorne dann Vujicic. Dass wir im besten Fall dann Bjuk, Vujicic austauschen und vielleicht Enriquez. Und der Rest dürfte fit genug sein dann. Das ist so meine Wunschvorstellung für diese Partie. Und ich glaube, das könnte auch passen. So, dann noch Vujicic mit. Wo ist er? Vujicic? Ich bin schwer blind scheinbar. Ach, er spielt im Sturm. Meine Fresse, Markus, bitte. Das kann nicht dein Scheiß ernst sein. Gerade aufgestellt. Wo ist er? Meine Güte, ey. So, Teneriffa. Ganz ehrlich, alles andere als ein hoher Sieg wäre schwer peinlich. Ah, diese Unentschiedene, ey. Eklig, 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 eklig. So, es ist Tabellenplatz 2 gegen Tabellenplatz 15. Wir haben 65 Punkte, Teneriffa hat 25 Punkte. Wir haben also wirklich 40 Punkte mehr.
als unser heutiger Gegner. Vicente? Ah, schade. Leider nichts gewonnen aus diesem Angriff. Sergio Rico war, glaube ich, ganz gut. Die haben lustigerweise auch Johnny, aber den Linksverteidiger, ich glaube, der war auch mal bei Wolverhampton. Vicente mit dem Eckball. Pablo kriegt ihn nicht, aber Iglesias hat viel freien Raum vor sich. Iglesias, oh ja. Weiß nicht so wirklich, was das von Iglesias werden sollte, aber gut, dass Vicente gefoult wurde. Ansonsten hätte man sich darauf konzentriert. Wird Elfmeter für uns geben? Wahrscheinlich eine Sache für Vujicic, oder? Ne, Iglesias. Ah, Iglesias, okay. Naja, dann hoffe ich mal, dass der Schuss besser wird als das, was du gerade abgeliefert hast. Ja, wird er auch. 1-0. So oder so sind wir momentan eh unter Zugzwang. Wenn Real Madrid vorlegt, müssen wir sofort nachlegen. Ich hoffe nur, dass die Jungs das auch hinkriegen. Ich meine, jetzt führen wir 1-0. Alles ist schön. Vujicic kriegt diesen wunderschönen Ball und macht ihn rein zum 2-0. Stark gespielt. Sollte kein Abseits sein. Und dann gehen wir mit 2-0 in Front. Vorlage von Henriquez. Und das ist nicht mal ansatzweise Abseits. Schön gesehen von Henriquez. Hat er gut gemacht. Hat auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Gut, jedes war eher sofort da, aber jetzt macht Henriquez das schon eigentlich ganz gut. Und vor allem so in Rotation mit Sonjoda ist es eigentlich ein starkes Duo, was wir da auf der 10er Position haben. Bin eigentlich ganz zufrieden mit der Verpflichtung. Noch zufriedener wäre ich natürlich, wenn wir dieses Jahr einen relevanten Titel gewinnen. West Ham wird echt nicht leicht werden in der Euroleague. Auch wenn die auf Platz 7 in der Premier League sind, aber die haben halt so viel Geld. Die Spieler verdienen so viel Geld. Das ist nicht schön. Den kann man auch besser schießen, Christo, please. Hat mir gerade echt nicht gefallen, wenn man so auf die Viererkette von uns achtet, wie viel Platz da zwischen linker Innenverteidiger und Linksverteidiger ist. Ich meine, Nuri hat das jetzt gut gemacht, aber sobald da eine Überlagerung auf der Außenbahn ist, was hier gegen Real Madrid beispielsweise der Fall war, dann haben wir da wahrscheinlich große Probleme. Das können die Jungs aber auch besser, ne? Also es, klar liegt es an der Taktik, aber die Jungs können das auch schon besser verteidigen. Vujicic scheitert an Rico. Schade. Das war die Hand, Juck. Das war die Hand. Eieiei. 2-0 Führung für uns zur Halbzeitpause. Sieht eigentlich alles super und schön aus. Bis auf das, was Real Madrid gemacht hat. Juck geht raus, Matson kommt rein. Dann werden wir dann gleich nochmal so um die 60. wahrscheinlich tauschen. Da ist Matson gleich mal und findet Gabrielsen, der natürlich nur die Latte findet. Klassiker. Schön. Schön den Ball zurückgeholt. Celti und Vicente und das war interessant, wie er so viel Kraft auf diesen Kopfball gebracht hat. Leider war das in dem Moment dann auch der falsche Weg, weil dadurch ist der Ball viel zu weit rüber gegangen. Unnötig, Jungs. Hardcore unnötig. Teneriffa kommt ran. 1 zu 2 nur noch, während Adebas gleich reinkommen wird. Sehr, 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 sehr unnötig. Antonio Jesus Perez steht extrem weit aus seinem Tor draußen, aber ist halt so im FM. Jungs? Jungs? Jetzt hol dir den bitte sofort den Ball. Jungs? 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 Hey Boys, ne, was soll denn die Scheiße schon wieder? Wie fucking unnötig halt, während wir wieder 70.000 Mal Aluminium treffen, ne? Was ändere ich denn? Enriquez geht raus und Sonjola kommt rein. Ihr werdet ja jetzt wohl nicht, ne, gegen den fucking Tabellen-15. 2 zu 0 aus der Hand geben, ne? Ansonsten, ne, kann ich für nichts garantieren. 4 Minuten Nachspielzeit. Okay, geht doch.
Ach, Mann, ey. Unnötig. Nee, Jungs, nee, ganz ehrlich. Nee, schaut euch das an. Wie können wir hier nicht 5-0 einfach gewinnen? Alles ist schön. Nee, 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 nicht demotiviert sein. Das soll euch eher anspornen, einfach mal nicht nachlässig zu sein, was ihr halt leider perfekt oft seid. Und jetzt kriegt trotzdem mal ein Lob. Ja, demotiviert, okay, kriege ich nicht weg. Muss halt wirklich nicht sein, ne, gegen den Tabellen-15. Das muss man meiner Meinung nach auch so ansprechen, damit sowas halt nicht passiert gegen Real Madrid. Wenn du gegen Real Madrid halt so 2-0 führst, lustig, oh, Kiki, Ball. Ja, dann kassierst du auf einmal 4 Gegentore von Vinicius Junior und der sagt dann halt Dankeschön. Obrigado, ne? Meine Fresse. Wirklich, muss nicht sein. Fitnessbedenken wieder bei Gabrielsen, ja, da. Der spielt jetzt gleich gegen Real und dann wird er erstmal 2 Spiele oder so Pause bekommen. Ja, okay, ein Spiel Pause bekommen, weil dann kommt schon West Ham. Meine Güte, ey. Okay, Leute, nächste Folge. Dickes Spiel gegen Real Madrid, das Rückspiel in der Copa del Rey. Im Finale wird wohl Barca warten. Hinspiel war ein 2:1. Da haben wir super, super lange richtig gut gespielt. Und dann haben wir einen Schuss aufs Tor bekommen, nachdem wir vorher 2 selber abgefeuert haben, die beide drin waren, und dann war leider auch der dritte drin. Von Dalot. Das darf nicht nochmal passieren. Da haben wir es geschafft, Vinicius Junior rauszukriegen aus dem Spiel. Was wir eben in der Ligapartie nicht geschafft haben. Da hatten Kabic und Nunez auf der Seite gespielt. Warum bist du so unfassbar krass, Kollege? Please, stop it. Real Madrid wird, glaube ich, bis zu unserem Spiel nichts mehr spielen, ne? Ne, die haben gerade gegen Villarreal gespielt, alles easy, 2-0 gewonnen. Obwohl, ja, 1,26 Expected Goals ist schon nicht schlecht. Aber Vinicius Junior hat doppelt getroffen, ne? Und Dodo hat eine Vorlage gemacht. Die beiden, die ich eben gesagt habe, sind am gefährlichsten. Die sind momentan auch am meisten in Form. Wird schwierig. Nächste Folge geht's weiter, das Ganze am Freitag. Nee, Quatsch, am Montag. Dann drückt mal die Däumchen übers Wochenende, weil das brauche ich auf jeden Fall gegen Real Madrid und dann gegen Barca im besten Fall. Ich glaube, das Finale wird dann auch gleich danach stattfinden, oder? Ich glaube, dann wird Mallorca verschoben. Aber sicher bin ich mir nicht. Gut, so oder so. Nächste Folge geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.